Bis vor 200 Jahren kümmerten sich Banken vor allem um Reiche und Mächtige. Einzige Ausnahme waren Pfandleihhäuser, die Bargeld gegen verpfändete Wertgegenstände liehen. Eine finanzielle Innovation aus dem Italien des 14. Jahrhunderts. Jenseits davon galten einfache Menschen nicht als potenzielle Bankkunden. Dies änderte sich erst mit der industriellen Revolution des späten 18. und des 19. Jahrhunderts. Seit dieser Zeit verfügt eine wachsende Zahl von Menschen über ein regelmäßiges Einkommen, sei es als Selbstständige oder als unselbstständig Beschäftigte. In der Zeit der industriellen Revolution wurden auch die ersten modernen Sparkassen gegründet. Sie boten erstmals auch Normalbürgern die Möglichkeit, einen kleinen Teil ihres Einkommens zu sparen. Diese Einlagen bildeten in der Folge die Grundlage für das Kreditgeschäft der Sparkassen. Die allererste Sparkasse mit diesem Geschäftsmodell war die Rothwell Savings Bank. Sie wurde 1810 in Schottland gegründet. In den USA machte das 1816 gegründete Provident Institute for Savings in Boston den Anfang. In der Habsburger Monarchie waren wir die Ersten. Daran erinnert bis heute der Name unserer Bank. Im Gegensatz zu den Geschäftsbanken waren Europas Sparkassen anfangs nicht auf Gewinn gerichtet, sondern wurden von Gemeinden oder von Vereinen geführt. Die Gründung der ersten österreichischen Sparkasse im Jahr 1819 in Wien markierte den Anfang einer breiteren Sparkassenbewegung in Mitteleuropa. In den folgenden Jahren wurde eine Reihe anderer Sparkassen gegründet, zum Beispiel 1823 in Prag, 1825 in Graz, 1826 in Salzburg, 1827 in Zagreb, 1828 in Bratislava, 1839 in Budapest oder 1841 in Hermannstadt. Viele der Banken, die heute unter dem Dach der Erste Group vereinigt sind, haben ihre Wurzeln in dieser Sparkassenbewegung des 19. Jahrhunderts. Unsere jüngere Geschichte nahm im Jahr 1993 eine entscheidende Wendung. Damals wurde die erste österreichische Sparkasse von einer Vereinssparkasse zu einer Aktiengesellschaft. 1997 notierten unsere Aktien erstmals an der Wiener Börse. Heute werden sie auch an den Börsen von Prag und Bukarest gehandelt. Damit verschaffte sich die erste Bank Zugang zum Kapitalmarkt, etwas, das Sparkassen, die im Besitz einer Gemeinde oder einer Stiftung sind, traditionell nicht haben. Dies ermöglichte es der Erste Bank, andere Banken und Sparkassen in Zentral- und Osteuropa zu erwerben. Die erste Akquisition erfolgte 1997 in Ungarn. Die Erste Bank kaufte die staatliche Mesőbank, eine kleine, auf Agrarfinanzierungen spezialisierte Bank. Sie wurde in Erste Bank Hungary umbenannt. 2004 wurde sie durch den Kauf der ungarischen Posta Bank bedeutend vergrößert. Aber der erste große Schritt nach Zentraleuropa erfolgte bereits im Jahr 2000 mit dem Erwerb der Mehrheit an der Česká spořitelna, der tschechischen Sparkasse. 2001 folgte die Slovenská spořitelna, die slowakische Sparkasse. Die erste in Kroatien ist das Ergebnis verschiedener Zukäufe und Fusionen zwischen 1997 und 2003. Im Jahr 2005 wurde die Novosadska Bank, eine kleinere serbische Bank, erworben. Die größte Akquisition in der Geschichte der Gruppe fand 2007 mit dem Kauf der Banca Commerciala Romana statt. Neben unserem Retail- und Corporate-Geschäft in Österreich sowie in Zentral- und Südosteuropa ist die Erste Group als Geschäftsbank auch in Berlin, London, Istanbul, Hongkong, New York, Stuttgart und Warschau vertreten. Aus dem, was 1819 in Wien und kurz danach in vielen anderen Städten Zentraleuropas begann, entstand nach 1997 die größte Retail-Bank Zentral- und Südosteuropas.